Klaus und ich haben uns heute gedacht, was machen wir? Machen wir Sport oder machen wir Nutella-Kuchen? Wir haben uns für den Nutella-Kuchen entschieden. Und an der Stelle muss man sagen, nichts geht schneller als Nutella, ehrlich gesagt. Weil es gibt nur zwei Zutaten. Zwei Zutaten, Eier und Nutella. Und das war's. Und glaubt mir, ich bin jetzt kein Nutella-Fan. Also bei mir gibt es das nicht zum Frühstück. Hm. Aber ich muss wirklich sagen, es schmeckt verdammt lecker. Ja. So, du gibst die Eier mit dazu. Wir hauen die Eier da schon mal rein. Und dann schlagen wir das schaumig. Und ich habe hier einfach eine Kuchenform. Ja. Und die butter ich einfach aus. Ihr könnt auch eine große Kuchenform nehmen, so eine 28er. Das ist eine 20er Kuchenform. Da wird es halt ein bisschen höher. Das könnt ihr machen wie... Machen wie der Pfarrer Assmann. Und der hat es gemacht wie der Pastor Nolte. Und der hat es gemacht wie er wollte. So, du hast Volkers geredet. Lieblingsspruch. Hast du darfst, geredet? Du das wird jetzt laut. Ja, dann los. Okay. Komm. An der Stelle sagen wir jetzt nicht, weil das wird ja schneller abgespielt. Genau, ja, es nützt nichts. Also du kannst reden. Es nützt nichts, ja, du kannst reden, aber letztendlich bringt nicht. Daher kannst du einfach mal die einfach mal. Das gilt ja auch, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die So, und das dauert jetzt einfach einen Moment. Da können wir jetzt machen, was wir wollen. Komm her, ich kann schon mal aufräumen, ja. Du kannst schon mal aufräumen, ja. Das Chaos, welches du hier wieder. So. Gut, weiter. Muss mehr. So, pass auf, hier. Oh, jetzt häng ich. Ja. Probieren. Ja. Gut. Genau, wenn du so hoch und runter gehst, dann ist das gut, weil dann holst du die Luft da rein. Das ist tatsächlich so. Weiß ich doch. Ich hab vom Besten gelernt. Der Christoph ist halt jetzt nicht hier. Reicht. Reicht schon? Okay, pass auf. So. Reicht das? Du hast es super gemacht. Jetzt ist Folgendes. Ihr kennt alle Nutella. Streichfest zwar, also ja. Es ist eine schöne Konsistenz, aber die Eiermasse, die ist zu flüssig und das Nutella im Normalzustand, also im Zimmertemperaturzustand, ist es zu fest. Deshalb habe ich es einfach in ein Wasserbad reingegeben. Mhm. Und jetzt siehst du schon, wenn ich das jetzt hier rauslaufen lasse, haben wir es deutlich, das ist wie so ein Schokobrunnen, ne? Mhm, geil. So, haben wir es deutlich dünner von der Konsistenz. Warte mal ganz kurz. Wir brauchen nämlich nicht das ganze Glas. So, also haust du schon so ein halbes Glas Nutella aber rein? Ja, ein bisschen mehr. Das Glas bisschen hat mehr als halbes Glas. 450, wir haben 300 Gramm. Ich 300 sehe das. Gramm Nutella. 280. Sieht das. So, jetzt geht mal dazu. So, komplett aber. Ja, unbedingt. So, und das wiederum verrühren wir jetzt. Zu einer schönen glatten Masse. Nutelleimasse. Nutelleimasse, genau, gut. Nutelleimasse. So. Und du siehst, ich. Guck dir das an. Du musst schon ordentlich rühren, damit sich das Ganze richtig schön verbindet. Verteilt. Und man muss im Grunde, wird das Ganze später wie so eine Ketchup-Konsistenz. Sehr gut. So, jetzt, das ist natürlich wirklich zacko gemacht. Ne? Jetzt, haben wir so, hier die jetzt ist es auch schon fertig. Schau mal. Ja. Wichtig ist, dass ihr es gleichmäßig verrührt. Das fällt dann schon ein bisschen wieder zusammen, das Ei. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Aber es nutzt nichts, wenn du später unten das Nutella hast und das Ei drüber. Dann, das bringt wirklich keinem was. So, jetzt rein damit in die ausgefettete Kuchenform. So, einmal in die Kuchenform. Mega gut. Und dann kommt das Ganze für circa 25 Minuten bei 170 Grad in den Ofen rein. Okay. Könnte man eigentlich auch Muffinform nehmen? So, ich denk ja immer schon Kindergeburtstag gerecht. Ja, kann man auch. Komm mal her, du kannst doch mal probieren. Ja, du magst ja immer, nicht, wenn man das so... Ha? Geh du mal Richtung Ofen. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Raus aus dem Ofen nach 25 Minuten und 170 haben wir gesagt, ne? 170 Grad. 170 Grad später. Ein ganz klein bisschen abkühlen lassen, weil dann könnt ihr noch besser aufschneiden. Oh, guck mal her. Das ist der Schoko-Alkohol. Zwei Zutaten, mehr war nicht drin. Ganz vorsichtig, dass ihr auch die Kuchenform nicht kaputt macht. Und dann nehmen wir ein bisschen Puderzucker draus, weil Auge isst ja mit. Es schneit. Das ist doch was Schönes. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, guck mal. Du holst diese Ecke da jetzt mal raus. Oder? Richtig? Jetzt kommen wir drauf. Und hier ist er. Hier, oh, guck mal. Aus der da Stimme. Ist das Ding. Boah, das sieht aus wie so ein Brownie. Ja, ist cool, oder? Lass mal probieren. Ach ja, war klar. Sieht aus wie so ein... Ich wollte es noch schneiden. Das ist ja wirklich cool, ja. Du brauchst denn, also. Das ist wirklich gut, oder? Das ist wirklich gut.
Ja, das probiert mal aus, weil das ist easy und gut. Wie ein Brownie eigentlich. Das ist richtig gut.